Düsseldorf Ende der 70er Jahre. Die noch junge deutsche Punkszene trifft sich im Ratinger Hof. Mit Punk hat dieses Brüderpaar aber nicht viel am Hut. Klaus trägt gern Schnorres, Thomas Muschelkette und eine leichte Mini-Pli. Aber wehe, wehe, wenn sie losgelassen. Der kleine Alofs trifft beim Pokalsieg 1980 gegen Köln. Der kleine Thomas Alofs. Zum entscheidenden 2:1. Der große Alofs, hier bedient vom Kleinen, trifft gerne mal öfter gegen die Bayern. Paul Breitner, Kalle Rummenigge und Co. kriegen noch regelmäßig Haue im alten Rheinstadion. Damals sang man dort noch öfter. Die Eurovisionshymne erklang 1979. Fortuna im Endspiel der Pokalsieger gegen Barcelona. Die Alofs-Brüder schießen ein Tor. Gemeinsam. So wie es sich eben für Brüder gehört. Das 1:1 von Alofs und Alofs. Bis heute wissen sie nicht, wer es eigentlich geschossen hat. Die UEFA sagt Thomas, den sie anschließend dann durch die Altstadt trugen, trotz Niederlage gegen Barca. Wahrscheinlich, weil er nur 61 Kilo wog. Die Brüder spielten auch zusammen für Köln als Düsseldorfer. Und sie spielten gegeneinander als Düsseldorfer und Kölner. Sind Sie froh, dass Ihr Bruder jetzt weg ist oder vermissen Sie ihn noch während des Spiels? Sicherlich, ab und zu vermisst man ihn. Der kleine Alofs wird 1986 von Manny Kals so heftig gefoult, dass das Karriereende droht. Der große Bruder kommt anschließend im Krankenhaus vorbei. Haben Sie denn schon Gelegenheit gehabt, mit Ihrem Bruder zu sprechen? Ja, ich war gerade bei ihm. Ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert. Happy Birthday. Thomas kam wieder und wurde 1989 sogar noch Torschützenkönig der Bundesliga. Bruder Klaus war der erste Bundesligaspieler, der dies bei zwei Vereinen schaffte. Torschützenkönig 1979 in Düsseldorf und 1985 in Köln. Klaus Alofs wechselte als erster von beiden nach Frankreich, zu Marseille, Thomas später nach Straßburg. Vergangenen März trafen sich die beiden erneut wieder in der Bundesliga. Zum ersten Brüderduell nach 21 Jahren.